Es geht los. Es ist das erste Mal seit 1972, dass wir wieder zum Mond fliegen. Und mit dabei wird ein Weltraumtourist sein. Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX hat das jetzt angekündigt. Und Elon Musk hat auch einen Hinweis auf die Identität des ersten Mondtouristen gegeben. Klicks um Science and Fiction, herzlich willkommen zu den Elon Musk Chroniken. Erstens, es kommt immer alles anders und zweitens, als man denkt. Schon vor geraumer Zeit hatte SpaceX den Flug zum Mond angekündigt, doch daraus wird wohl nichts. SpaceX hatte damals den Mondflug mit einer bemannten Dragon-Kapsel verkündet. Das ist die wiederverwendbare Kapsel, die bereits jetzt regelmäßig die internationale Raumstation mit Equipment, Verbrauchsgütern und Nahrung versorgt. Die Crew Dragon wird zum ersten Mal bemannt mit den Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley im April 2019 zur internationalen Raumstation ISS fliegen. Behnken war bisher bei 2 Space Shuttle Missionen Mission-Spezialist. Hurley nahm auch an 2 Shuttle Missionen teil und war Pilot des letzten Space Shuttle Fluges am 8. Juli 2011. Doch die Crew Dragon ist jetzt offenbar für Mondflüge erstmal nicht geplant, sondern es geht direkt mit der BFR, der Big Falcon Rocket oder wie Musk sie gerne nennt, der Big Fucking Rocket zum Mond. Sie ist zum ersten Mal wieder seit der Saturn V höher als 100 Meter und damit die größte aktuell existierende Rakete, wenn sie dann fertig gebaut ist. Aber da ist SpaceX ja extrem schnell mit der Entwicklung, gerade wurde die neue Version der Falcon 9 vorgestellt. Die Falcon Heavy ist erfolgreich gestartet und jetzt geht es konkret an die BFR. Und sie kann mit Daten aufweisen, die einfach nur sensationell sind. 106 Meter ist die Gesamthöhe mit den Antriebsstufen. 2019 soll sie fertig entwickelt sein. Die BFR ist wiederverwendbar, um die Kosten niedrig zu halten. Das ist ja sowieso der Kasus Knaxus von SpaceX. Das Unternehmen hat es ja geschafft, Raumfahrt deutlich billiger zu machen. Fast alle Teile der Rakete, bis auf die zweite Stufe, können wiederverwendet werden. Und das wird auch so bei der BFA sein. Hier dürfte sogar die zweite Stufe, die offenbar auch während des Raumfluges als Antrieb dient, wieder einsetzbar sein. Mit jedem Flug kann die BFA 100 Menschen plus Fracht in 40 Kabinen fliegen. Die BFAs sind zusätzlich mit großen Gemeinschaftsbereichen, Frachträumen und so weiter ausgestattet. Wenn Musk jetzt mit diesem riesigen Raumschiff und nur einen einzigen Menschen zum Mond fliegen will, lässt das viele Fragen offen. Was ist die restliche Fracht des Raumschiffes? Wird der erste Tank mit Treibstoff für einen Flug zum Mars in den Erdorbit gebracht? Denn das ist der Plan für Musks Marsflüge. Zuerst werden Treibstoffdepots im Erdorbit angelegt, um dann dort BFRs nach dem Start von der Erde wieder mit Treibstoff zu befüllen und dann damit zum Mars zu schicken. Oder ist der Tourist, der am Montag bekannt gegeben wird, nur der erste von 100 Touristen? Es wird extrem spannend. Jedenfalls hat Musk schon einen Hinweis auf den Passagier gegeben. Gefragt, ob er es selbst sein wird, hat er als Antwort eine japanische Flagge getwittert. Es muss also eine superreiche Japanerin oder ein superreicher Japaner sein. Wer hat eine Idee, wer es sein könnte, schreibt es in die Kommentare. Und jetzt, ihr könnt Klicksum weiter werbefrei machen, keine Pre-Rolls mehr. Mit eurer Hilfe, immer wenn wir entsprechend viele Kanalmitglieder gewonnen haben, schalten wir die Werbung vor jeweils einem Video im Monat ab. Das erste Video gibt es ja schon und es werden mehr, also pro Monat, jeweils monatlich, also 12 Videos haben wir inzwischen. Werdet also Mitglied, hier unter dem Video draufklicken und bekommt noch exklusive Extra-Videos, exklusive Livestreams und noch ein paar weitere Privilegien. Einen Riesendank an all diejenigen, die schon dabei sind. Wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich übrigens bei WhatsApp. Dann bekommt ihr den Link zum Video vor allen anderen mit von mir persönlich auf euer Handy. Einfach hier draufklicken und darunter geht's weiter. Dafür auch draufklicken mit Mondstation Standort gefunden. Bis dann. Bleibt dran.